Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Two Point Hospital. Wir haben unser Ziel fast erreicht und wir machen wieder Play. Und gleich gibt es dann wohl ein neues Krankenhaus. Noch 600. Oh. Eine Behandlung noch, dann haben wir es. Smashing day for a bit of gardening. I mean, who doesn't like gardening? Digging up a bit of soil. Doch noch eine zweite Behandlung. Sticking your hands in a bit of manure. Na komm, na, geht doch. No, wait. The sewage pipes burst again. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde mit dem Feuer von dem Gesundheitsministerium mit 3 Sternen bewertet. Ich hoffe für dich, dass du noch weißt, wie du so eine vorbildliche Einrichtung hingekriegt hast. Das Kanji wird nämlich von dir erwarten, dass du das endlos wiederholen kannst, auf dass dich das von deinem Mut befreit und mit dem angemessenen Nervosität erfüllt. Mit wohlriechenden Grüßen. Jetzt öffnen wir die Karte. Rise and shine, everyone. And if you happen to be in Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering of druids down at Crogben's Ring. Lower Bullocks. Verfügbar. Also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. Freunde, die dieses Level gespielt haben, ne Mensch. Expandiere durch die Gründung eines zweiten Krankenhauses. Das machen wir doch. Willkommen in Lower Bullocks. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Einen bedeutenden Anteil der Bevölkerung hält sich für Rockstars. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, die Psychiatrie. Nur Ärzte mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten im Psychiatriezimmer zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber du solltest weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten, die Qualifikationen in der Psychiatrie und anderen nützlichen Bereichen mitbringen. Baue eine Psychiatrie. Das machen wir doch. Zimmer, eine Psychiatrie. Die bauen wir mal hier hin. Zack. Und zack. Und zack. Patientenstuhl, den machen wir mal hier hin, so. Dann gibt es einen Aktenschrank, einen Abfalleimer, ein Feuerlöscher, das Übliche, eine Pflanze, ein Poster können wir hier noch hinhängen und einen Süßigkeitenspender machen wir auch nochmal mit rein. So. Sehr schön, Ziel erreicht. Wir wurden von Bungle Technologies kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungskrankenhäuser im ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde erst kürzlich Ihre Psychiatrielizenz entzogen wegen eines Vorfalls mit es ist wohl besser, nicht ins Detail zu gehen. Sie beabsichtigen, Ihre Psychiatriepatienten zu uns zu schicken und würden uns im Gegenzug den Kauf einer Ihrer neuesten Technologien ermöglichen. Solange unsere Organisation keine Forschungslizenz hat, müssen wir um jegliche technologische Unterstützung froh sein. So, was sollen wir machen? Stufe 3. Gut, wir haben ein Arztzimmer. Dann bauen wir nochmal eine allgemeine Diagnose hier hin. So. 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 Der Aktenschrank darf nicht fehlen. Der Mülleimer auch nicht. Der Feuerlöscher auch nicht. Zack. Machen wir jetzt in jeden Raum noch einen Süßigkeitenspender rein. Dann freuen sich die Patienten. Eine Pflanze kommt mit rein. Und ein Poster machen wir auch. Zack. Da brauchen wir einen Krankenpfleger. Zack. So. Jo, du bist ja drauf, ey.
Neue Krankheit entdeckt. Unsere Ärzte haben eine Krankheit entdeckt. Rock'n'Rollitis. Der Patient hält sich für einen der größten Rockstars, den die Welt je erlebt hat, ist aber nur Gaga. Wir werden unsere Patienten sofort zur Behandlung hierhin schicken in die Psychiatrie. Gucken wir mal, was die Ärzte sagen. Wir haben hier noch einen. Den nehmen wir. Der kommt da rein. Zack. So, und ich glaube, eine Apotheke können wir hier auch nochmal nebenquetschen. Passt nicht. Gut, dann kommt die Apotheke hier hin. Zack. Die werden wir ja wohl brauchen, denke ich mal. Dann kommt wieder der obligatorische Aktenschrank, der Mülleimer, der Feuerlöscher, der Süßigkeitenspender. Der passt nicht mehr. So, eine Pflanze und ein Poster. Zack. So. Bungle Technologies gewährt uns Zugang zu einer ihrer neuesten Entwicklungen, ein Upgrade für den Apotheken-Medikamentenmixer und den Easy-Scan für allgemeine Diagnosen. Wenn wir dieses Upgrade für unsere Maschinen kaufen, verbessern wir ihre Leistung und können dadurch mehr Patienten diagnostizieren und heilen. Um Upgrades für eine Maschine zu installieren, brauchen wir einen Hausmeister mit Mechanikausbildung. Wähle erst die Maschine und dann die Upgrade-Option aus. Ein ausgebildeter Hausmeister wird die Upgrades dann mit der Zeit installieren. Probiere es mal aus. Vielleicht hat Bungle ja noch mehr Technologien für uns. Das wollen wir doch mal probieren. Hausmeister. Mit Instandsetzung. Mechanik. Den stellen wir mal ein. Zack. Dann nehmen wir erstmal den Apothekenmixer, ein Upgrade. So. Upgrades installieren, das haben wir eben gelesen. Okay, das dauert wohl ein bisschen. So, installiere ein Upgrade. Das ist auch unsere Aufgabe, ne? Passt ja. Ja, dauert aber eine ganze Weile hier. Neue Krankheit. Verbaler Durchfall. Die Krankheit, von der alle reden, breitet sich schnell aus und ist meilenweit zu hören. Ja, ab in die Apotheke. Na, spuckt er in den Mülleimer hier? Wer war der Durchfall? Ejo. Wo bleibt denn das Upgrade? Der kann doch nicht so lange dauern. Wie viele Eingänge hat dieses Krankenhaus? Dünn, kann ein Update, ja. Machen wir den auch mal. Rein damit. Unser Herz hat eine neue Krankheit entdeckt. Müde Knochen, eine Ermüdung des Skeletts aufgrund von Calcium-Unterversorgung. Nach der Diagnose werden die Patienten umgehend auf eine Station verlegt, wo sie mehrere Tage verbringen müssen. Während des Aufenthalts werden sie dann von einem Krankenpfleger mit Milch und Keksen gefüttert. Bitten zu warten und wir bauen eine Station. This is Two Point Radio. Ein paar Betten hier wieder rein. So, 3 muss hier reichen. Dann kommt hier wieder ein Aktenschrank mit rein. Dann kommt hier ein Abfalleimer rein. Dann kommt ein Feuerlöscher rein. Ja, das Übliche halt. So. Dann haben wir unsere Station. Da setzen wir nochmal
Die ein oder andere. Toll, das Maschinen-Upgrade wurde installiert. Achte darauf, dass überall genug Förderschwellen bereitstehen, damit unsere wertvollen Maschinen nichts passiert. Bungle Technologies dankt uns für ihre fortwährende Unterstützung. Für unsere fortwährende Unterstützung ihrer Psychiatriepatienten. Sie gewähren uns Zugang zu einer ihrer Maschinen, dem Umtöpfer. Dieses Hightech-Gerät eignet sich hervorragend zum Entfernen unerwünschter Küchenutensilien. Halte nach Leuten Ausschau, die eine derartige Behandlung gebrauchen können. Treibe die Erweiterung des Krankenhauses voran, um noch mehr Technologien freizuschalten. Durch den Kauf eines neuen Grundstücks im näheren Umkreis erhalten wir den nötigen Platz, um das Krankenhaus weiterzuentwickeln. Jo. So. Läuft. Jetzt haben wir wieder ein Upgrade da drin. Viel Platz hat man hier wirklich nicht. Ah, hier, da kann man ein Grundstück kaufen. Da kann man eins kaufen. 50.000. 25.000. Das wäre denn so das Erste, was wir... Richten neue Gebäude, okay. Beförderung, ja. Im Moment können wir sie noch befördern. Das wird uns nicht umbringen. So, wie sieht's denn aus? Upgrade wird noch installiert. Die Psychiatrie ist voll besetzt. Oh. Umtöpfer. Töpferei. Okay, das ist dann ein etwas größerer Raum schon. Zack. Gut. Abfalleimer, Feuerlöscher, Süßigkeitenspender, eine Pflanze, da noch eine Pflanze, dann kommen hier noch Poster rein. Zack, zack, zack. Das bringt den Prestige hoch, wenn ich mehr Fotos da, Poster da reinmache. Das ist sehr gut. So, wir haben noch keine Toilette und wir haben noch keinen Personalraum, fällt mir gerade mal auf. Toiletten. So. Zack. 1, 2, 3, 4. So. Prestige 3 in den Toiletten, sehr schön. Machen wir hier noch ein Pausenzimmer hin. So. Machen wir auch so ein bisschen breiter. Das kriegt seinen Eingang dahin. Zack. They recommended a long stay at their spa and a bottle of rosemary extract. It cost me a month's wages, but I'm fine. Dann gibt's hier einen Getränkeautomat. So nah wie möglich da dran. Ein Snackautomat. Zack. Einen Abfalleimer, dann gibt es einen Feuerlöscher, einen Süßigkeitenspender, das Übliche halt wieder. Gibt es hier noch Pflanzen drin, zack, zack, und noch Poster. So, Prestige erreicht, erledigt. So. Und dann würde ich sagen... Nein, das nicht. Ich möchte das hier haben. Krankenhausgrundstück kaufen. Oh, jetzt wird der schöne Spielplatz abgerissen. WC-Warzen, die kennen wir doch schon. So. Zack, zack, Bäume weg. Jetzt verschwindet der Spielplatz. Eigentlich schade drum, aber naja. Wir müssen halt für Gesundheit der Leute sorgen. Da muss denn halt ein Spielplatz mal weichen.
Na. Gut, ich würde sagen, das Grundstück gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir haben noch 4 Tage. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.